Herzlich willkommen zurück zu Prince of Persia 1. Wir sind in Level 9 angelangt. Hoffen, dass es diesmal was wird. Wird? Ja. Neben mir Bob, ich bin Butch, ich zocke, wir beide kommentieren. Alles wie gehabt. Ja, wünscht uns Glück, habt Spaß und schaut zu. Wünscht ihm ganz viel Glück. Wünscht mir vor allem Glück. So, wir gucken uns nochmal die Cutscene an. Sanduhr, Mäuschen und da ist die Ratte. Mäuschen bedankt sich bei der Ratte. Die Ratte hat uns übrigens den Arsch gerettet. Ja, also falls ihr das verpasst habt, müsst ihr unbedingt noch nachholen zu gucken. Die Ratte hat uns wirklich das Leben gerettet. Eigentlich müsst ihr das nicht unbedingt gucken. 28 Minuten Zeit. Das ist in Ordnung. Ja, das ist jetzt zu gern, ne? Ja. Das hat er geübt übrigens. Das hat er eben... 1000 Mal geübt. 2 Stunden lang geübt. Ah ja. Man sitzt eine Weile an diesem Spiel, wenn man sich wirklich dumm anstellt. Man stellt sich ja nicht dumm an. Es ist einfach mies, dieses Spiel. Das Spiel ist ein Bitch. Und was machen wir mit Bitches? Laden sie zum Essen ein. Machen wir das? Ich würde dieses Spiel zum Essen einladen. Und was gäbe es dann? Wahrscheinlich. Curry. Hauptsache, wow, das ist ein ganz schönes Vorurteil, Butch. Ja. Hast du gerade ein Statement abgegeben? Willst du alle Inder auf Curry reduzieren? Nein, aber Inder essen doch gern Curry. Ja, das stimmt. Ja, also, ist ja schließlich, gehört echt zum Nationaldings. Bums. Ja, so wie bei uns. Döner. Na komm, also wer isst denn jetzt wirklich mal Weißwurst? Also ich habe schon mal eine Weißwurst gegessen und ich esse vielleicht auch gerne Weißwurst. Also ich esse nicht gerne Weißwurst. Was wird denn das für ein kulinarisches Let's Play heute? Das ist, Ich weiß nicht. Du bist aber gerade eine ganz schöne Weichwurst. Ach Quatsch. Lass ihn jetzt gerade... Nein! Ich will doch bloß so tun. Butch. Meine Nerven. Siehst du, genau das passiert dann nämlich, wenn ich ihn ranlasse. Also ich habe zu hohes Blutfett. Denken alle, ich bin ein fetter Typ. Ja, ihr müsst euch Bob sozusagen so vorstellen, er ist unglaublich fett, unrasiert und stinkt nach Fett. Altem, verranzten Fett. Unrasierten alten. Unrasierten alten, verranzten Fett. Genau das ist Bob. Ich habe hier fast keinen Platz auf der Couch, deswegen muss ich auch immer. Also, ich sitze hier auf einer Couch, ich weiß ja nicht, worauf du sitzt. Achso. Deswegen juckt das so an den Hintern. Ah, Mann. Ja, ich muss mich doch konzentrieren hier. Ja, du hast jedenfalls, Bob ist fett und ich habe hier keinen Platz auf der Couch, deswegen bin ich auch immer so schlecht. Ich bin gar nicht fett. Nur weil ich nicht über Level 1 hinausgekommen bin. Wow, wird das wieder knapp. Ja, übrigens hier, Platte fällt runter. Ja, und es wäre echt cool, wenn man hier mehr als ein Leben hat, dann ist man hier nicht so... Stimmt, du hattest vorhin auch schon mal nur ein Leben. Dann ist man hier nicht ganz so unter Druck. Mies, mies, mies. Deine Oma frisst Kies. Wenn das die Mama sieht. Oh! Huh? Na komm schon! Lass ihn jetzt rankommen. Komm schon! Komm schon! Lass ihn rankommen. Nein! Ah! Ich hab dir gesagt, du sollst ihn rankommen lassen. Verdammt, Axt. Vorhin hast du auf mich gehört, da hat alles geklappt. Jetzt hast du nicht auf mich gehört. Und klappt nicht. Level 9! Yeah, willkommen zurück. Das hat er geübt. Es macht aber auch ordentlich Spaß. Das sind das so die kleinen Guillotinen im Leben. Diese kleinen Gimmicks, die man hier machen kann, die einen dann doch das Leben, das Spiel irgendwie ein bisschen ja doch ruinieren. Wow, da war der Hacke ab. Das Hacke, der Hacke, die Hacken. Den Hackens! Komm, 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 komm. Dumm, 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 dumm. Tot! Und ich hab volle Leben! Woo! Das okay. Ist ein neuer Rekord. Ist das dun, dun, dun. Für mich ja. Hm. Also mein eigener persönlicher Rekord. Vielleicht sollte ich noch einmal spielen. Nein, ich spiele nicht.
Ich spiele dieses Jedenfalls Spiel. nicht so, dass es aufgenommen wird und so. Ja. Ich spiele immer nur allein im Verborgenen, im Stillen. In seiner Kammer, im Dunkeln, in seinem in Bett. In meiner Kammer. Und wenn ich ihn dann mal rauslasse, dann darf er auch mal sich an den Rechner setzen. Ja. Und immer das Messer am Arm. Die Spritze im Arm. Ja, was viele nicht wissen, Bob ist drogensüchtig. Bin ich das? Ich dachte. Was geht bei dir jetzt Drogen? Ich meine, Alkohol ist auch eine Droge. Ja, ich meine jetzt so harte Tabak Drogen, weißt und du? So ist auch eine Droge. Ja, sind ja auch legale Drogen. Man geht ja immer von diesen illegalen Drogen aus. Ja, aber ich finde das voll schrecklich, wenn Leute immer sagen Drogen und dann meinen sie eigentlich eine illegale Drogen gleich wieder. Ja, Kaffee ist ja auch eine Droge, ne? Das ist ja. Natriumglutamat ist auch eine Droge. Oh, ich liebe Natriumglutamat. Das ist so eine Natriumglutamat-Suppe, wäre es jetzt mal. Hätte ich schon deutlich Bock drauf. Ah, hier ist übrigens eine Platte locker. Genau. Hey, du hast mehr als. Ja, so viel dazu. Er hat mehr als genug. Ja, ich hab mehr als. Spiel. Lass ihn doch einfach. Nein! Lass ihn doch einfach. Ich will auch irgendwie mal Zeit sparen. Du sparst damit keine Zeit, Roach, wenn du ständig stirbst. Wetten doch? Nein. Wetten, das ist das Beste, was Weil man machen kann in diesem Spiel? Du ständig anfangen musst. Oh, nun komm! Ja! Mann! Endlich! Scheiße! Ich da. So, an der Stelle ist Butch 8 umgedreht mal gestorben. Diesmal nicht. Und wir haben noch 25 Minuten. Du hättest, glaube ich, erst. Nee, du musst erst unten. Muss ich erst nach unten? Ja. Du weißt es, ich weiß es nicht. Also, so runter. Dann lässt du dich jetzt nochmal runterhangeln. Und jetzt gehst du durch die Spikes nach rechts durch. Kannst du den Trank eigentlich noch holen? Wenn ja, wenn ich schon mal hier bin, dann kann ich das machen. Und hier musst du dich dann nämlich nachher runterhangeln. Weil, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, ne? Muss ich mich an der Stelle hier... Ja, mach das. Nein, dann musst du rechts musst du dich runterhangeln. Nein, das ist das falsche rechts. Ach, noch eins weiter. Ja. Ach so. Ich hänge, keine Angst. Nicht. Wow. Willst du runterhangeln? Warum? Oh, wir sind ja nicht richtig. Doch, wir sind da verdammt richtig. Unter uns müsste eigentlich jetzt die Endtür sein, wo du dich runterhangeln kannst. Warte mal, ich geh mal kurz auf die Seite hier. Drück mal kurz. Da müssen wir nämlich hin, da rechts. Kann man sich da dann dran festhalten? Nein, du musst dann von hier rechts kommen. Aha. Über diese Platte laufen, die fällt dann runter auf den Switch, der rechts von der Tür liegt. Und dann geht da hinten das Tor auf und dann kannst du nämlich oben einmal rum, weil vorhin hatten wir ja das Problem, dass das Tor dann nicht offen war. Oh. Ein echt anstrengender Job. Ja. Job. Aber das ist dann überhaupt nicht logisch mit dem Levelaufbau gerade, weil ich habe nämlich, ich dachte, ich habe mitgezählt. Also. Die Levelabschnitte, also diese, wie nennt man das? Ebenen. Was halt jetzt immer so rumswitcht. Und du musst, wenn du hier lang läufst hier lang, lalala. Und jetzt die Platte, die über dir ist, jetzt. Genau, die wurde da rauffallen. Und hier musst du runterfallen. Also hier musst du dich runterschmeißen, dass du da unten, da oben dann sozusagen ankommst. Ja. Dann gucken wir doch gleich mal nochmal. Aber wo ist das dann? Bam, 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 bam. Hm. Oh mein Gott, ich weiß, wo das ist. Er weiß es. Diesmal weiß er es. Dort, wo du hoch, beziehungsweise so eine Passage hier, wo du hoch und runter gehen kannst. Und da musst du einfach nur runter. Kabam. Okay. Okay, ich hatte doch nicht so die perfekte Orientierung, gebe ich zu. Irren ist göttlich. Verzeiht Bob diesen einen Fehler. Man muss Fehler machen, um zu lernen. Das ist. Nee. Du beweist gerade echt das Gegenteil.
Bam, bam. Oh ja, ich mach's. Ich freue mich schon auf Schleichfahrt. Ja, wir wollen als nächstes dann Schleichfahrt machen. Da werde ich nur kommentieren. Ich werde weder koordinieren noch spielen, weil ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht. Das ist Bobs Aufgabe. Bob sagt, ich werde es lieben. Also vielleicht nicht unbedingt von der Game-Aufmachung, du musst übrigens da und so. Ach ja, stimmt. Guck mal, ob du es noch schaffst. Ja klar. Tab. Jawohl. Hier muss ich jetzt runter. Genau. Hier muss ich jetzt runter. Also auf rechts, also links rüberspringen und runter. Mhm. Genau. Darauf hätten wir echt schon längst kommen müssen. Ja. Mann, jetzt Mann. Nicht zu doll, nicht zu doll. Weil die Platte fällt gleich runter dann. Ja, wie machst du das? Nimmst du Anlauf von rechts und... Dreh dann auf der Dings. Jawohl, nee, dann schaffst du das nicht. Dann fällst du runter. Ja, dann falle ich eben drunter. Das ist jetzt, ich glaube, das ist jetzt echt scheißegal. Nee. Doch. Bevor wir jetzt hier wieder wochenlang dran rumbasteln, bin ich froh, dass wir es einfach jetzt mal geschafft haben. Wir basteln doch schon gefühlte Wochen daran. Psst. Oh mein Gott, ich hab's verraten. Nein, wir machen das natürlich nicht. Wir haben uns gestern erst spontan dazu entschieden. Das ist wahr. Moment, gestern? Nein, heute. Sonst ist das echt mies, als würden wir 2 Tage an diesem Spiel sitzen. Nein, aber wir haben ja auch noch ein Privatleben außerhalb wir? Von diesem... Eigentlich haben wir nur ein Berufsleben. Ja, ein Berufsleben. Privatleben haben wir gerade kaum. Warum gehe ich nicht oben lang? Ja, warum gehst du nicht oben lang? Bitch. So, oben lang, bla bla bla. Springen. Dass du runterfällst. Ja, ich denke auch immer, dass ich runterfällst. Sobald ich ihn nicht mehr sehe, denke ich, boah, scheiße, jetzt ist er runtergefallen. Das denke ich aber auch. Mit einem Satz zu springen. Hep, hop. Und jetzt kannst du nämlich oben lang gehen, oh, den Container holen. Alles viel entspannter jetzt, wo man weiß, man hat es doch irgendwie geschafft. Danke, Bob, an dieser Stelle. Kleinen Applaus. Ey. Reicht dann auch. Ja. Bin nicht so kommerzgeil. Ach ja, hier ist die Platte locker. Platte locker, Typ gleich tot. Hoffen wir es. Welcher Typ? Der rechte oder der linke? Ja, okay. Reicht mir schon. Ja. Ja, ich hab's gerade auf Bobsche Art und Weise gemacht. Ach. Sag bloß, die hat funktioniert. Du musst jetzt genau erst oben den Schalter, dann runterbaumeln lassen, bla bla. Ich hab's noch voll drauf. Ich bin nie über Level 1 hinausgekommen. Ja, ich glaube, das haben wir langsam alle kapiert. Aber wo bist du doch nie hinausgekommen? Grüner Ertrank. Ihr seht ihn und ihr denkt, oh, im Level 7 hat er mir übel was gebracht. Verdammt, nein. In diesem Nehmt ihn Level nicht. Auf keinen Fall. Was er nämlich tun wird, ist... Er dreht das Bild um. Da runter. Nein, nee. Da muss er. Er dreht das, er spiegelt das Bild vertikal. Horizontal? Vertikal? Jedenfalls so, dass oben unten und unten oben ist. Da musst du, glaube ich, aber runter. Ja, muss ich. Ich bin mir auch nicht sicher. Doch, ich glaube, ich muss so. Ja, musst du. Er spiegelt das Bild und dann ist oben unten und aber oben und links und rechts bleibt aber so. Was er dann noch machen könnte, ist da oben eben links weitergehen. Da gibt es nochmal einen grünen Trank, der kehrt das dann wieder um, logischerweise. Genau. Hier muss ich aber nicht lang. Nee, das ist nur dieser diese Live-Potion. Ja, jedenfalls den grünen Trank hier nicht holen. Nein. So, oh, ach ja, genau. Das war kein Problem. War's das? Naja, es ist eigentlich ziemlich offensichtlich, man muss das drücken, dann geht da hinten auf, der auch noch einen Schalter verbirgt. Muss man sich aber beeilen, finde ich. Na, beeilen ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja, sonst geht das Ding zu und ist da drüben eingesperrt. Ja, das ist, was aber in diesem Fall hier nicht passiert. So, hoch, jetzt kommt, rauf. Glaub ich, erst irgendwas und dann Kampf. Ach genau, das hier. Ja, ja, kannst du. Aber wir sind fast am Ende des Levels übrigens. Das ist wahr. Danach folgt Level 10. Ich glaube, dann sind wir auch wieder ein Palast, wenn ich mich richtig erinnere. Dürfte so sein. Schlecht dich an. Ach, das ist mir egal. Ich hau den kaputt. Lass ihn rankommen,
lassen, Mann. Nein, ich mach den jetzt so kaputt. Ich will Action. Du wirst nur übermütig, nur weil du so viel Leben hast. Ja, weil ich so viel Leben habe. Du darfst dann jetzt nicht gleich durchrennen, sonst fällst du runter und verlierst dich. Obwohl, ach scheiß drauf, mach doch. Du hast sowieso wieder volle Lebenskraft. Also, renn durch! Typ. Ist das überhaupt offen? Ja, natürlich ist es Ouch. Offen. Es ist offen. Oh mein Gott, wir haben endlich Level 9 geschafft. Yay! Und wir haben noch 22 Minuten über. Wow, okay, wir sehen uns im Level 10 wieder. Bis dahin, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Tschüss!